sein 26. Studioalbum veröffentlicht, Titel Reality. Der inzwischen 56-Jährige tourt damit gerade rund um den Globus. Gestern Abend startete er seine Deutschland-Tournee in Hamburg. Lennart Reib über die Pop-Ikone. Eine Pop-Legende erfindet sich neu. David Bowie als Zeichentrickfigur, das hat es selbst in der Vergangenheit eines Pop-Chamäleons noch nicht gegeben. Mit 56 Jahren zieht es David Bowie jetzt wieder auf große Tour quer durch ganz Europa. Im Gepäck dabei die Hits seines neuen Albums Reality. Seit 35 Jahren ist David Bowie auf den Bühnen der Welt zu Hause, veröffentlichte in dieser Zeit 26 Alben und erfand sich und seine Musik immer wieder neu. Seine neueste Rolle ist jetzt die des alternden Popstars. Und so findet sich auf dem neuesten Album auch glatt der Titel Niemals alt werden. Sein Lebensmotto? No, I'm not. I'm 56. Nein, ich bin 56, also nicht mehr der Jüngste. Das mit der ewigen Jugend ist aber nur eine Art Klischee, das ich mal wieder in einen Song gepackt habe. Nicht weiter wichtig. Doch nicht nur Lieder fließen aus des Meisters Feder. Genauso sind es auch mal Artikel für eine Zeitschrift oder sogar Prosa. Er schreibe einfach immer an irgendetwas. Den größten Anteil haben jedoch die Songs. Rund 40 sollen es nach eigenen Angaben ungefähr pro Jahr sein. Ich komponiere wirklich viel. Eigentlich könnte ich jedes Jahr ein neues Album herausbringen. Und ich bin sehr zufrieden damit, eben auch Komponist und nicht nur Interpret meiner eigenen Songs zu sein. Inzwischen schlägt der einst rastlose Musiker ruhigere Töne an. Und dennoch oder gerade deswegen ist die Attraktivität des Künstlers ungebrochen. Es ist eben die Vielseitigkeit eines David Bowie, mit der er sein Publikum seit eh und je in den Bann zieht. Irgendwie inspiriert es mich immer, mal finde mein Album gut oder mal weniger, aber geht halt ab. Also ich find's toll. Der hat so geile Platten gemacht, das ist alle Sparten, der ist zeitlos, der hat Charisma, der ist ein super Schauspieler, der hat mich in jeder Hinsicht berührt. Er ist das Genie einfach. Mehr kann ich nicht sagen. Nach seinem umjubelten Deutschlandauftakt in Hamburg zieht David Bowie jetzt weiter durch die Republik. Nächster Halt der Tour ist Sonnabend in Frankfurt. So, kommen wir zu Sport und zu Jana.